Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 4. Dezember 2018 erschien ein Zeitungsartikel über die Situation in Altschauerberg. In diesem wurde auch klargestellt, dass Rainer bei der jüngsten Auseinandersetzung mit Hatern keine Polizistin verletzt hatte. Am 5. Dezember berichtete auch Herr Newstime noch einmal über die Stellungnahme der Polizei und erklärte, dass Rainer dieses Mal nicht mit rechtlichen Konsequenzen zu rechnen hatte. An diesem Tag lud Rainer das Video Excelinarus Eskalation du Pisser hoch, dessen Titel er später in Exiel Labtert, ich bin echt matt, umänderte. Darin regte sich Rainer darüber auf, dass Excel auf ein Besuchsvideo reagiert hatte. Excel, du bist eine absolut dumme, miese Ratte, ein absolut Stück Scheiße. Und du laberst irgendwas, du blockierst meine Videos, wo ich auf die Scheiße reagiere, die du über mich machst. Und dann machst du diese Scheiße, wo du ernsthaft auf dieses Hater-Video reagierst. Ist es dein Ernst, du kleines billiges Arschloch? Ist das dein verdammter Ernst? Was bist du für ein Stück Scheiße? Ich hab über jedes Mal, wenn zu mir im Stream Leute kommen, Excel95, sag ich, halle die Schnauze und verpisst euch. Aber du gehst her und machst so einen Bullshit? Ist es dein Ernst? Du willst doch nur dein Fame abgreifen, Junge. Ja, du hast mehr Abonnenten als ich. Mag sein, aber ich hab mehr Reichweite als du, weil mich Tausende, Abertausende von Hatern meine Videos remaken. Also hallo an alle 50.000 Milliarden Menschen, die dieses Video hier sehen. Du kleiner Stück Pisse, Alter. Du kleines Stück Pisse. Ganz im Ernst. Ey, sag noch einmal, ich sei ehrlos und respektlos. Alter, du hast nicht mal Ahnung davon, wie man Ehre oder Respekt schreibt, schätze ich mal. Geschweige denn, dass du weißt, was diese Worte tatsächlich bedeuten. Hau ab, du blöder Hurensohn, und hör auf, über mich Zeug zu machen, Stück Scheiße. Sonst gehe ich nämlich mal her und zeig dich auch mal an und du mal deine Videos löschen und blocken, Alter. Pisser, Alter. Respektlos. Konntest meine Videos nicht geblockt lassen, weil du keine Möglichkeit dazu hattest. Und dann musst du diesen Kindergarten hier machen, Alter. Ganz ehrlich, piss dich, du Wichser. Anscheinend bereute Rainer seine Ansage an Excel, denn noch in derselben Nacht löschte er das Video von seinem Kanal. Am 6. Dezember erschien das Video 39 Musiker in 231 Sekunden, in dem Rainer diverse Sketche aufführte. Im Stream enthüllte er, dass er für das Video seiner Einschätzung nach ca. 40 Euro für Schminke und Kostüme ausgegeben hatte. An diesem Tag veröffentlichte er auch seinen neuen Song Ulu gemeinsam mit dem zugehörigen Musikvideo. Am 8. Dezember erstellte Rainer einen Account auf Pornhub und begann dort Nacktbilder und Videos von sich hochzuladen. In dem Video Mein Pornhub-Account willkommen sprach er auch darüber, angeblich eine Freundin zu haben. Dieser hatte er aber noch nichts von seinem Pornhub-Account erzählt und er wartete nun auf ihre Reaktion. Auch behauptete er, der Account sei nur als Scherz gedacht und er hatte fürs Erste nur altes Bildmaterial hochgeladen. Da Rainer jedoch seinen Pornhub-Kanal auf YouTube und später auf Discord verlinkte, wurde er massenweise von Hatern gemeldet. Auch erschienen an diesem Tag mehrere Folgen #FragDrache. Darin ging Rainer hauptsächlich auf Hater-Kommentare ein und löschte diese dann. Bist du so dumm oder tust du nur so? Das ist alles nur Show, Alter. Ist Barca Elon dein Lieblingslied? Dein Lieblingsland. Barcelona, mein Lieblingsland. Warum ziehst du nicht einfach um, damit die Hater oder besser gesagt die ständigen Besuche bei dir aufhören? Ähnlich wie bei Tanzverbot gemacht hat. Erstens mal genau deswegen, weil es Tanzverbot gemacht hat. Entschuldigung, ich habe irgendwie Sackläuse. Erstens mal, weil es Tanzverbot gemacht hat und zweitens deswegen,
weil es schlicht und ergreifend einfach eh nichts helfen würde. In 20 Jahren bin ich, 50. Wenn ich mich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht zur Ruhe setzen kann, dann habe ich auch schon Pech gehabt. Und außerdem bin ich bis dahin eher ein Viertel, habe ich gelb verreckt. Warum lügst du so extrem viel? Weil du so dumm und hässlich bist. Weil du so hässlich bist und ich dich ballen muss, deswegen. Hast du vor, in der nahen Zukunft Dark Souls 3 zu spielen? Ach, könnte mich mit meinem scheiß Dark Souls dauern. Das habe ich schon geblockt, weil ich ja schon tausendmal beantwortet habe, die Frage. Wie fandest du Oxens? Ist ein relativ neuer Band aus mit alten Varo-Mitgliedern. Alter, schaue ich aus, als ob ich Minecraft-Tutorial-Videos oder Minecraft-YouTuber anschaue? Den einzigen, den ich mit Minecraft wirklich aktiv verfolgt habe, das war Gronkh. Und eine Zeit lang mein German Let's Play, aber das habe ich auch dann irgendwann aufgegeben, weil es mir irgendwann zu blöd wurde. Wie kommst du mit den ganzen Hate zurecht? Gar nicht. Was ist dein Lieblingsband? Leck mich am Arsch. Mensch, hat er doch jetzt schon tausendmal gesagt gehabt. Oh, weißt du was, du kriegst sogar ein Like. Ach so, okay. Nee, du kriegst kein Like, du kriegst einen Bann. Ich geb dir auch gleich einen Stich dabei, Alter. In einem Discord-Leak von diesem Tag wurde dokumentiert, wie Rainer Pornografie teilte, welche computeranimierte Tiere enthielt. Ach, für alles gibt's einen Fetisch. Na, hier fickt. Züge. Ja, hier fickt zum Beispiel ein Killerwal einen Drachen. Oder ein Viech, was ausschaut wie ein Drache, aber keine Flügel hat. Bin ich jetzt krank, wenn ich die Animation irgendwie geil finde? Nein, das stimuliert die Fantasie, das ist ganz normal. Daraufhin sprach Rainer über Analverkehr und seine Duschgewohnheiten. Ich nehme einfach, ich schraube bei meinem... Hoffentlich haben jetzt keine Hater hier, das muss nicht unbedingt jeder wissen. Ich schraube bei meinem... Wie heißt's? Also ich gehe halt erstmal vielleicht aufs Klo, ne? Dass ich ordentlich sauber bin. Dusche mich dann anal ab. Das mache ich übrigens immer nach dem Kacken. Und dann gehe ich halt her und wenn ich dann die Analdusche mache, das habe ich jetzt schon wieder ein länger her, als ich es gemacht habe, dann schraube ich einfach den Browser ab und nimm halt quasi die Brause und tue es mit dem Finger ein wenig drücken, dass es dann halt einen Strahler gibt und dann funktioniert das schon. Wie ich schon gesagt habe, ich gehe jedes Mal nach dem Kacken duschen, also was heißt duschen? Ich wasche mich halt unten rum immer nach dem Kacken. Als Rainer am 10. Dezember streamte, ließ ihn der Chat seine rechtlichen Probleme nicht vergessen und wies ihn auch darauf hin, dass die Verlinkung seines Pornhub-Kanals auf Discord und YouTube nicht erlaubt war. Darf man dich im Gefängnis besuchen kommen? Halt die Fresse, du Stück Scheiße. Wenn du so weitermachst, landest er du im Gefängnis als ich. Am 11. Dezember bewies Rainer ein eigenartiges Geografieverständnis. Kann nicht sein, dass ich mich täusche, aber ist Sizilien überhaupt in Italien? Beziehungsweise spricht man da überhaupt Italienisch oder spricht man da Mexikanisch beziehungsweise Spanisch? Verwechsel Spanisch nie mit Italienisch. Kann sein, dass ich mich jetzt da täusche gerade, aber ich glaube, Sizilien spricht man doch kein Italienisch, oder? Ist das nicht Spanisch, was man da spricht, oder Mexikanisch halt? Umberto Tozzo war auf jeden Fall... war auf jeden Fall derjenige, der das mit T-Amo geschrieben hat. Und das heißt so, da kannst du so lange labern, wie du willst, das ist mir scheißegal. Auch wurde eine Konversation Rainers mit einer gewissen Marina, angeblich aus 2015, geleakt. Darin sprach er über seine geringe Lebenserwartung und versandte Fotos von seinem Glied. Am 12. Dezember wurde dann Rainers Discord-Server, vermutlich wegen dem verlinkten Pornhub-Kanal, gesperrt. Am 13. Dezember erschien auf Pornhub das Video Rasieren und Duschen mit Happy End, wobei es sich um das erste pornografische Video handelte, das Rainer eigens für seinen Kanal aufgenommen hatte. Am 14. Dezember zeigte Rainer seine Küche in dem Video Meine Küche ist ein Schweinestall. In dem Video Ölofennachschub dokumentierte er, wie er aus dem Keller Öl für seinen Ofen holte. Auf Pornhub lud Rainer das Video Mein Schwanz ist nicht so klein, wie er aussieht, Fluch des Übergewichts hoch.
Am 15. Dezember beschwerte er sich in dem Video Danke dafür, Newsy, darüber, dass Herr Newstime über seinen Pornhub-Kanal berichtet hatte. Jedenfalls finde ich das total lächerlich, sich jetzt darüber aufzuregen. Ich persönlich finde, jeder, der sich jetzt darüber aufregt, ist ein Heuchler. Ganz klipp und klar und einfach gesagt, jetzt ist mein Akku wieder fast leer. Ich bin eh fast fertig. Jeder, der sich darüber jetzt aufregt, ist ein Heuchler, ja, weil Sexualität ist in unserer heutigen Gesellschaft eigentlich eine Sache, die ich persönlich für ganz normal halte. In dem Video Soll ich oder soll ich nicht, wen ja, eure Vorschläge, fragte Rainer die Zuseher, ob er Videos über Anime machen sollte und erklärte, warum er Anime mochte. Ich weiß, es stört ein paar Leute, dass ich zurzeit öfter mal Anime oder jetzt immer wieder mal Anime-Videos gemacht habe, aber es ist einfach so ein Fakt halt, dass ich Animes liebe. Auch weil es eine sehr schöne Flucht aus der Realität ist für ein paar Stunden, wenn man ein Anime schaut oder Anime-Serie schaut. So eine kleine Flucht halt aus der Realität, was nicht heißt, dass ich nicht an die Realität, dass ich die Realität aus der Realität flüchten muss, aber es ist immer ein schöner Zeitvertreib nebenher und ich mag eben Animes sehr gerne. Auch lud Rainer an diesem Tag auf Pornhub das Video Wichsen mit Penisring hoch. Am 18. Dezember äußerte er sich zu seinen Songs und zu angeblichen vergangenen Suizidversuchen. Wobei ich sagen muss, die eigenen Songs jetzt schreiben, beziehungsweise die eigenen Songs zu singen und es auch zu sehen, dass es euch gefällt und dass es auch Leute kaufen und sich auch Leute auch darüber freuen, wenn es veröffentlicht oder auch Video und alles, das macht auch unfassbar viel Spaß. Vor allem, weil mir die Musik halt mehr bedeutet als alles andere auf der Welt, weil ich halt wirklich der Musik verdammt viel zu verdanken habe. Von mehr als einmal in meinem Leben hat mir das Leben gerettet, auch tatsächlich. Ich habe mehrmals in meinem Leben schon versucht, mich umzubringen, das ist alles Jahre schon her. Aber ich habe mich in meiner Jugend, hat auch nichts mit den Hatern zu tun, das war alles vor den Hatern. Das war in meiner Jugend so mit 15, ich glaube das erste Mal war mit 13, dann mit 14, mit Ende 15 und dann mit Mitte 16 nochmal. Und dann hat sich das aber dann gegeben, weil ich irgendwann begriffen habe, irgendwann war ich an einem Punkt, so mit 16, 17 war ich dann so an einem Punkt, wo ich erkannt habe, dass es keinen Unterschied macht, ob ich lebe oder sterbe. Wenn die anderen nicht mich haben, wo sie drauf rumhacken können, dann hacken sie auf anderen rum und deswegen macht das keinen Unterschied. Ich habe mich dann entschieden dafür, das alles zu ertragen, im Prinzip deswegen, damit eben andere dafür in Ruhe gelassen werden. Dann sprach er über die Videos, die Hater über ihn machten. Der Witz ist, selbst die Videos, die ich melde, schaue ich für den Normalfall nicht an. Ich gehe drauf, sehe, aha, die haben ein Video von mir hochgeladen, skippe durch das Video und schaue, wie viel von dem Video von mir drinnen ist. Und ich schaue mir das Video gar nicht an. Ich skippe durch das Video, schaue, wie viele Szenen oder was für Szenen drinnen sind. Melde das Ganze, wenn das alles von mir ist. Oder wenn jetzt nur jemand mal kurz am Anfang ein Bild reingeschnitten hat, das ist eine Sache. Jetzt aber natürlich das ganze Video wirklich nur von mir ist, aber das Szenen von mir oder Außenaufwand von mir, dann kann ich das gleich melden. An diesem Tag wurde Rainer von der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien, kurz BLM, die Rundfunklizenz entzogen. Am 19. Dezember entfernte er alle Videos von seinem Pornhub-Kanal und behauptete in den Videos Infos zu Pornhub und Ende auf PH keine Videos und Bilder mehr, dass er den Kanal nur gemacht hatte, um zu zeigen, dass er kein Problem mit Nacktheit hatte. Dafür reaktivierte er seinen AskFM-Account und beantwortete dort hauptsächlich Fragen der Hater. Am 21. Dezember erstellte Rainer den Account @lpdrache auf Twitter, setzte aber fürs Erste keinen Tweet ab. Im Stream erklärte er, nun plötzlich wieder Single zu sein und auf seinem Blog postete er einen Jahresrückblick. Am 22. Dezember zeigte sich Rainer erfreut, dass der Rapper Moneyboy ihn in einem Song erwähnt hatte. Am 23. Dezember fühlte er sich wieder einmal vom Chat provoziert und sprach dann über vergangene Auseinandersetzungen mit Hatern. Das mit der Leona war ja nur eine Frage, kein Grund, arrogant zu werden. Arrogant? Okay, du Arschloch, ich zeig dir, was arrogant ist. Das ist arrogant. Stück Scheiße, Alter. Du weißt genau, was mit Leona, warum ich mich darüber aufgeregt habe. Da boxt jetzt auf Unschuldslamm machen und Pisse. Ich wollte dich am Leben lassen, wollte dich hier lassen, aber gut, dann bann ich dich halt. Arrogante, ich zeig dir, was arrogant ist, du Arschloch. Ich hatte ein halbes Jahr eine Stalkerin und das war schon Horror.
Schlimmeres. Also nicht, dass es nicht schlimm war für dich, aber ich meinte von mir, es gibt Schlimmeres als diese ganzen Idioten. Also einige von denen hätte ich an deiner Stelle schon zusammengeschlagen. Oh, es gab durchaus einige Fälle, wo richtig auf die Fresse gekriegt haben. Aber die haben dann im Gegenzug auch versucht, mir was zu tun und haben es auch gemacht, ne? Mein Zahn zum Beispiel. Aber die haben auch ordentlich aufs Fressbrett gekriegt. Warum haben die mich nicht angezeigt? Weil die wahrscheinlich schlimmer dran gewesen wären als ich. Also es gibt durchaus einige, die aufs Fressbrett gekriegt haben. Nur dass das natürlich nicht veröffentlicht wird. Weil wenn es veröffentlicht wird, dass ich denn das so auf die Fresse hau, dann ist es natürlich wieder so, oh, da gehen wir nicht hin. Und genau das wollen die ja nicht. Ich bin morgen in der Suppenküche. Dort sind Menschen, die wissen, was Leid ist. Was lässt sich mit Internetmobbing nicht vergleichen, Rainer? Was genau ist dein Problem, du Stück Scheiße? Hä? Was ist dein Problem, du Stück Scheiße? Ich habe wortwörtlich gesagt, dass es Schlimmeres gibt als meinen Scheiß, den ich erlebt habe. Du bist doch so ein Vollidiot, Alter. Hast du mir überhaupt zugehört? Ich habe wortwörtlich gesagt, dass es Schlimmeres gibt als die Scheiße, die ich erlebt habe. Und dass ich das für nichts Besonderes halte, das auszuhalten. Wenn du mir jetzt weiter auf die Nüsse gehst, fliegst du raus. Tu mir ernsthaft einen Gefallen mit deinem komischen Pinguinbild und halt die Schnauze, wenn du keine Ahnung hast. So ein Kindergarten da, Alter. Auf den billigen Plätzen würde ich Schnauze halten, wenn man keine Ahnung hat. Okay, jeder, der findet, dass ich überreagiere, verpisst sich bitte. In dem Video Frohe Weihnachten beschwerte sich Rainer darüber, dass selbst kurz vor Weihnachten Hater bei ihm waren. Zusätzlich kündigte er an, einige seiner alten Videos neu hochzuladen. Dann schrieb Bianca, alias Mia, einen Post auf Rainers YouNow-Pinnwand. Darin behauptete sie, an einer Freundschaft interessiert gewesen zu sein, wohingegen Rainer versucht hatte, sie zu einer Beziehung zu drängen. So warf sie ihm vor, Zitat, wir haben uns gut verstanden, ich gab nichts auf die Worte der Hater, ich empfand dich wirklich als feinen Kerl mit gutem Herz, nur wollte ich mit dir keine Beziehung eingehen und bin auch sexuell nicht auf dich eingestiegen. Mich aber deswegen dann wie Dreck zu behandeln, zeigt, wie du bist. Zitat Ende. Daraufhin verfasste Rainer den Blog-Eintrag, warum ich mich in Musik, Film und Buch flüchte, indem er darüber schrieb, dass Menschen seiner Meinung nach von Grund auf schlecht seien und dass er anderen hauptsächlich helfen würde, damit sie ihn mochten. Dann forderte er die Hater auf, den Rest des Jahres über ihr Handeln nachzudenken. Als Rainer dann am 24. Dezember streamte, ließen ihn Hater im Chat nicht vergessen, dass er an Heiligabend allein war und er im neuen Jahr vor Gericht stehen würde. Alle, die hier gerade rumbeleidigen, alle, die hier gerade reinschreiben und Scheiße machen und alles, sind erbärmliche kleine Wichte, die nie und nimmer mit meiner Größe mithalten können. Keiner von euch hat nur Ansatzweise, nur den kleinsten. Ihr habt nicht mal so viel Mut und Kraft wie ich in meinem kleinen Finger. Okay, da ihr jetzt die ganze Zeit mit eurem Kindergarten nervt. Ja, ich muss vor Gericht nächstes Jahr. Weil irgendwelche Typen bei mir meinen Zaun fast kaputt gemacht haben. Und ich dann, als ich vor 10, 15 Leuten stand, die meinen Zaun gefährlich zum Wackeln gebracht haben, ich mich mit Pfefferspray verteidigt habe. Weil ich Angst in dem Moment hatte um mein Leben. Ja, genau deswegen muss ich vor Gericht. Fraglich ist nur, was passiert. Ob ich wirklich eine Strafe kriege oder ob die auf den Sack kriegen. Und selbst wenn ich irgendwas kriege, ich habe lediglich mich verteidigt und mein Leben verteidigt. Punkt. Dann sprach er über Bianca und erzählte seine Version des Geschehenen. Sie kam mit den Hatern nicht klar, hat erst mit mir eine Beziehung haben wollen, hat auch zu mir gesagt, dass wir eine Beziehung haben und meinte dann, dass sie das Ganze, dann war sie zweimal bei mir und meinte dann hinterher, dass sie das Ganze nicht packt und dass sie das halt nicht will und nicht kann. Dann habe ich gesagt, okay, gut, verarschen lasse ich mich nicht, weil ich mir verarscht vorkam. Säuft wie ein Loch, ja,
wo ich mir gedacht habe, ich mag Säufer nicht. Ja? Kommt mal, das ist schon mal das Erste. Ich mag keine Säufer. Ich bin der Meinung, wenn man sich das Gehirn laufen muss, um leben zu können, dann ist es definitiv ein absolutes Scheißdreck. Aber gut, ich habe mir gedacht, okay, ne, kann man vielleicht irgendwie drüber reden, kann man vielleicht irgendwie ändern. Ich habe mich dann ganz normal versucht, mit ihr ganz normal zu unterhalten, ganz normal mit ihr zusammen was zu machen. Und habe versucht, das Ganze so weit ich konnte, aus dem Internet rauszuhalten, was absolut nicht ging bei ihr. Und ich persönlich habe keinerlei Interesse dran, diese Scheiße jetzt weiter aufrechtzuerhalten. Ich habe dann, nachdem sie meinte, ja, das, sie hat die Schnauze voll, sie mag das nicht, sie kann das nicht, sie schafft das nicht, habe ich gesagt, okay, gut, ne, ich lasse das. Habe dann gesagt, okay, ich wünsche noch ein schönes Leben, habe sie geblockt, weil ich auf diese Scheiße keinen Bock hatte. Schließlich sprach Rainer über eine angebliche vergangene Beziehung. Ich habe kurz nach der Sache mit Erdbärchen eine Beziehung mit jemandem in eine Beziehung eingegangen. Und die ging bis Mitte des Jahres, bis Ende August diesen Jahres. Ja, also nur mal so nebenbei. Und das glaubt mir keiner, es ist mir auch egal, ob mir das jemand glaubt. Ich habe es nicht nötig, euch das zu beweisen. Dann sprach er über die Kanäle der Hater und über die Größe seines Kanals. Und ich hab schon 50 Accounts von euch löschen lassen und löschen lassen können. Ich kann auch weitere 50 löschen und ich kann auch weitere 100 löschen. Das kostet mich kaum mehr als ein müdes Klicken mit der Maus. Aber ich muss wirklich einer der geilsten Menschen auf der Welt sein. Wirklich einer der geilsten Menschen, die es gibt, dass so viele Leute meinen Content schauen. Egal, was ihr auf YouTube irgendwelche Kommentare schreibt. Keiner von euch kommt auch nur ansatzweise an meine Geilheit ran. An dem Punkt, an dem ich bin, an meiner Macht, an meiner Größe. Ihr seid kleine Lichter und nie werdet ihr mehr sein. Daraufhin streamte Rainer am 25. Dezember kurz nach Mitternacht erneut und sprach darüber, dass seine Weihnachtspläne ins Wasser gefallen waren. Ja, ich wollte weg. Ich war auch unterwegs für ungefähr eine halbe Stunde und dann ist mir abgesagt worden, dass ich fast da war. Auch an diesem Tag hatte sich Rainer dazu entschieden, aus gegebenem Anlass nicht zu bannen. Dementsprechend war der Chat voller Hater. Du reagierst. Ja, weißt du, warum ich reagiere? Weil selbst so ein erbärmliches Würstchen an Weihnachten verdient er, dass man auf ihn reagiert. Genau deswegen. Du beleidigst seit Jahren permanent. Wir buddeln deinen Vater aus, Rudi ausbuddeln, Hurensohn, Arschloch, Wichser, Drecksack, Fettsack, Mastsau, Fettsau, Fettlord, Lügenlord. Soll ich weitermachen? Wer beleidigt hier wen, Alter? Ist dir schon mal aufgefallen, dass ich nur dann jemanden beleidige, wenn er mich beleidigt? Das nennt man Reaktion. Du bist freiwillig hier, du schaust freiwillig zu. Benutz mal deinen Verstand für 2 Sekunden. Vielleicht begreifst du dann, dass du selbst daran dafür verantwortlich bist, was du hier machst. Nicht mein Charakter ist das Problem. Ihr sagt immer alle, ich bin so stur, weil ich wegen den Hatern nicht aufhöre. Stur sind doch die Hater, die hier zuschauen. Keiner von euch ist gezwungen zuzuschauen. Ich allerdings, der mit YouTube und seinen Streams die Kohle verdient, das hier ist mein tägliches Brot, davon lebe ich. Also bin ich in gewisser Weise auch gezwungen zu streamen. In gewisser Weise wohlgemerkt. Und deswegen bin ich derjenige, der hier ist, weil er quasi muss, weil er sonst den nächsten Monat nichts zu fressen hat. Aber du bist hier drinnen, weil du nur von einer Sache angetrieben wirst. Und zwar den Hass auf mich, den Hass auf meinen Charakter oder den Hass, irgendwas gegen mich zu machen. Aber du bist nicht dazu gezwungen. Das ist alles deine freie Entscheidung und du verschwendest dein Leben damit. Deines, nicht meines. Weil das, was ich hier mache, für mich erfüllend ist. Mir macht es Spaß. Dein Universum dreht sich um mich. Und genau deswegen bin ich Gott und du ein kleiner Wurm. Im übertragenen Sinne wohlgemerkt. Lass sie ruhig, Gaming. Heute ist Weihnachten. Auch die erbärmlichen Wichte dürfen gerne mal dem Drachen Tribut zollen. Heute ist Weihnachten, heute fliegt niemand raus. Und den Abo-Chat habe ich auch nicht absichtlich angemacht. Wie kann man so arrogant sein?
wie kann man jetzt nach 5 Jahren abschauen, wie euch erleben nicht sein, ist die Frage. Ich habe euch erlebt und ich habe euch überlebt. Ich habe mir meine Arroganz durchaus verdient. Anstelle eines Weihnachtsfriedens trugen Rainer und die Hater im Chat Wortgefechte nur noch erbitterter als sonst aus. Es schien, als wollte Rainer seine Frustration darüber, an Weihnachten allein zu sein, an den Hatern auslassen.